Meine lieben Freunde, wir müssen reden, und zwar über Thomas Haldenwang. Richtig, das ist der Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Nein, es war der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, denn genau wie sein Vorgänger im Amt Maaßen hat es ihn nun kalt erwischt. Genau genommen war es die eiskalte Hand von Nancy der Roten Faeser, unserer Bundesinnenministerin. Denn sie hat ihren braven politischen Beamten mal kurzerhand aus dem Ring genommen, denn obwohl er tapfer an ihrer Seite gestanden ist, jedes Mal, wenn er vor der Kamera und dahinter dem Mikrofon gestanden ist, wurde er nicht müde, dasselbe Lied in derselben Strophe gegen rechts zu singen. Er war im Grunde genommen der tapfere kleine Sancho Panza an Seiten von Don Quixote, wenn man Nancy Faeser als solches bezeichnen könnte bei ihrem Kampf gegen die rechten Windmühlen. Sei es drum. Auf jeden Fall, bevor jetzt Thomas Haldenwang das Segel gestrichen und den Hut genommen hat, hat er selbigen noch in den Ring geschmissen. Denn er war vorher schon CDU-Parteimitglied, hat aber jetzt die Ambitionen in den Bundestag zu ziehen, als Mandatsträger für die CDU. Das hat wiederum der roten Nancy Faeser nicht ganz so geschmeckt. Denn obwohl sie das wusste, dass er ein CDU-Parteibuch hatte, ist es so, dass er ja als politischer Beamter immerhin weisungsgebunden ist, und da sah sie einen Interessenkonflikt und hat ihn mal aus dem Rennen genommen. Tja, so kann das gehen. Jetzt ist es so, er hat ohnehin die Altersgrenze erreicht und wäre im nächsten Jahr dann ausgeschieden. Jetzt versucht er sich sozusagen das Altersentgelt noch im Bundestag zu sichern, tritt in Wuppertal an. Hoffen wir, dass er über die Wupper geht. Aber das ist eine andere Baustelle. Kommen wir auf eine andere Sache zu sprechen, denn eine seiner letzten Amtshandlungen hätte es sein sollen, dass er die AfD hochstuft, bundesweit. Das wäre so ganz im Sinne gewesen der roten Nancy, der dahinscheidenden Ampelregierung. Und das muss man dazu sagen, auch Friedrich Merz wäre dankbar gewesen, denn bei seinem Kampf um das höchste Amt, na, das dritthöchste eigentlich, ist Bundeskanzler das dritthöchste Amt, aber ums Kanzleramt wäre es für ihn ja ein Sieg gewesen, wenn er dann gleich damit hätte aufwachen können, dass die AfD am Rande ihrer Existenz stünde. Das hätte alles passieren können, wenn dann die AfD hochgestuft worden wäre. Wäre auch der Verbotsantrag, der heute eingebracht wurde in den Bundestag von dem CDU-Hinterbänkler Marco Wanderwitz. Ja, das wäre alles viel besser gelaufen. Jetzt passiert aber Folgendes: Mit Stand von heute wurde mitgeteilt, die Neuwahl hat auch Folgen für den Bundesverfassungsschutz. Nach Informationen wird es sehr wahrscheinlich keine Entscheidung über eine neue Einstufung der AfD vor der Wahl geben. Das heißt, es bleibt dabei, dass es ein bloßer Verdachtsfall ist. Jetzt muss man dazu sagen, das haben wir auch in einem anderen Beitrag schon dementsprechend erwähnt, das alles hier sind ja nur Einordnungen des jeweiligen Verfassungsschutzes, ob jetzt Landesverfassungsschutz oder des Bundes. Das heißt, das sind interne Kategorisierungen, die haben sonst keine Relevanz, sind auch vor Gericht in keiner Weise jetzt erschwerend für den beobachteten Fall, sondern es ist nichts anderes als eine interne Arbeitsgrundlage, wenn man so will. Auf jeden Fall, es kommt nicht zu einer Hochstufung auf gesichert extremistisch und verfassungsfeindlich. Das war geplant bis Jahresende. Und Thomas Haldenwang hat sich hier vorher noch sehr optimistisch gegeben, dass dem so sei, dass man das bis Jahresende entscheiden würde. Haldenwang sprach dabei nicht ausdrücklich von einer Hochstufung. Möglich wäre auch eine Beibehaltung der Einstufe als Verdachtsfall oder eine Herunterstufung. Es ging also um eine Neubewertung. Aber wer Haldenwang gekannt hat und sein enges, intimes Verhältnis zu Nancy Faeser gekannt hat, der konnte davon ausgehen, es wäre hier wahrscheinlich nicht zu einer Herabstufung gekommen. Er wies jedoch darauf hin, dass bei der Entscheidung etwa auch die Ereignisse im neuen Thüringer Landtag eine Rolle spielen würden. Ja, da kann man geteilter Meinung sein, wer da wen zuerst auf die Rolle genommen hat. Die AfD hatte dort bei der ersten Sitzung nach der Landtagswahl Chaos ausgelöst. Ja, ich weiß nicht, ob, wenn man alle Regeln beibehalten hätte, die damals gültigen Charakter gehabt haben, also vor der Inauguration des jetzigen Landtages, wenn man die Spielregeln alle
behalten hätte, hätte es auch kein Chaos gegeben. Aber es waren ja bei der Wahl des Landtagspräsidenten auf einmal veränderte Umstände, die man hier initiieren wollte. Jetzt sieht es so aus, und das ist die Wortwahl, die man hier sozusagen herauskristallisiert hat: Mäßigungsgebot vor Wahlen. Wegen der vorgezogenen Wahl verschiebt sich nun wohl die Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes und auch des Abgangs eben von deren Präsidenten. Grund dafür ist die Chancengleichheit der Parteien. Je näher eine Entscheidung über die Einstufung einer Partei an den Termin für eine Bundestagswahl rückt, desto eher ist eine Verletzung der Chancengleichheit der Parteien zu befürchten, die im Moment ja ohnehin nicht ganz so gewährleistet ist. Entsprechende Überlegungen gab es bereits vor der Einstufung der AfD als Verdachtsfall 2021. Die Entscheidung fiel damals 7 Monate vor der Wahl und war damals schon im Gespräch, ob es sich dabei nicht um ein taktisches Element im Wahlkampf ausgelöst von den mitstreitenden Parteien gehandelt hat. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung müssen Staatsorgane unmittelbar vor Wahlen alles unterlassen, was in irgendeiner Art und Weise geeignet ist, Einfluss auf die politische Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger zu nehmen. So Badenberg von der CDU, heute Berliner Justizsenatorin, 2021 Vizepräsidentin des Bundesverfassungsschutzes und als solche maßgeblich an der Einstufung der AfD als Verdachtsfall beteiligt. Das folgt aus dem Gebot äußerster Zurückhaltung der Verpflichtung des Staates zur Neutralität. Ein Urteil von 1977 kommt da noch ins Spiel. Es bezieht sich auf die, dabei ging es um Anzeigen der Bundesregierung, mit denen sie für ihre erreichten Leistungen geworben hat. Auch Hausfrauen können jetzt in die Rentenversicherung. Das wurde 1972 gesetzlich verankert. Karlsruhe entschied in diesem Zusammenhang, dass das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit verletzt werde, wenn Staatsorgane parteiergreifend zugunsten oder zulasten einer politischen Partei in den Wahlkampf eingreifen würden. Was heißt das jetzt im Grunde? Das Verbotsverfahren, um das es jetzt heute ging, eingebracht von Wanderwitz, mit einer Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch, wäre ein wichtiger Schritt für ein Parteiverbotsverfahren gemacht worden. Einen Anlauf dafür wollte, wie wir es jetzt besprochen haben, und er hat es halt heute in die Tat umgesetzt, der sächsische Hinterbänkler Marco Wanderwitz machen. Mit weiteren Abgeordneten plant er Mitte November einen entsprechenden Antrag. Das hat er heute getan. Wir schreiben den 13. November einbringen. Und jetzt können wir gespannt sein, was dabei rauskommt. Ich bin mir sicher, dass die ganze Sache ausgeht, wie man so schön sagt, wie das Hornberger Schießen. Es wird bei dieser Angelegenheit nicht zu einem Wirkungstreffer kommen. Es kann und es darf nicht zu einem Wirkungstreffer kommen. Denn wo kämen wir hin, wenn man politische Gegner einfach so verbieten könnte? Das hatten wir doch schon mal. Diejenigen von euch, die sich ein wenig mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auskennen oder auch mal überlegen, wie das in der Deutschen Demokratischen Republik so gelaufen ist, die wissen, dass wir da sehr vorsichtig sein sollten, wenn wir die Türen öffnen für solche Entscheidungen. Und das sollte man auch Marco Wanderwitz ins Pflichtenheft schreiben, der ja selber aus Sachsen kommt. Er sollte sich einmal überlegen, inwieweit hier an dieser Stelle ein Verbotsantrag nicht unter Umständen kontraproduktiv wäre. Denn gerade in Sachsen haben die Menschen bewiesen, dass sie ganz feine Antennen haben, wenn es darum geht, sich mit dem Bewusstsein an die Politik zu wenden, dass die nicht alles dürfen, sondern dass der Souverän das Volk ist. In diesem Sinne gibt es noch was auf die Ohren. Der Song zur Wahl. Und der Song zu all dem, was sich jetzt hier abspielt, wenn man sich das Schauspiel anschaut, der Karteiparteien, dann passt unser Song Bück dich dazu sehr gut. Viel Spaß! Deutschland steht am Wendepunkt, noch eine Wahl im Rennen. Wir haben lang genug ertragen, leere Worte, falsche Parolen. Die Wut in uns, sie kocht, wir fühlen uns bestohlen. Unentgangenes Trauerspiel, Stimmen fangen nur Schein. Versprochen wird das Paradies, doch was bleibt, ist Hohn allein. Messer blitzen in den Straßen,
Das Chaos regiert das Land und ihr schwafelt was von er. Sie, es, Pronomen, Vielfalt predigt ihr, doch bringt nur den Zerfall. Wo ist die Ordnung, die uns halten soll im freien Fall? Ihr versucht uns zu beugen, das Ziel dabei ist klar. Es sollen wir nicken, dann wollt ihr uns von hinten kicken. Hast du gerade wirklich viel King gesagt? Der Tatbestand ist ohne Diskussion eine politisch nicht einvernehmliche Kopulation. Ihr wollt unsere Stimme im doppelten Sinn. Es sollen wir euch wählen und uns dann schweigend bücken zur politisch nicht einvernehmlichen Kopulation. Sicherheit versprochen, doch die Angst frisst uns auf. Parks und Plätze, Schulen, Bahnhöfe, lebensgefährliche Zonen. Die Wähler bloß Stimmvieh, das Spiel ist schon längst gemacht. Abgezockt, wer Mehrheiten erdacht, nach der Wahl wird nur gelacht. Ein Hörnerpupsen, Regenbögen, Schwarz-Rot-Gold, die Fahne brennt. Identität, ein ferner Traum, ein Land, das sich selbst nicht mehr erkennt. Ihr versucht uns zu beugen, das Ziel dabei ist klar. Es sollen wir nicken, dann wollt ihr uns von hinten kicken. Hast du gerade wirklich viel King gesagt? Der Tatbestand ist ohne Diskussion eine politisch nicht einvernehmliche Kopulation. Ihr wollt unsere Stimme im doppelten Sinn. Das sollen wir euch wählen und uns dann schweigend bücken zur politisch nicht einvernehmlichen Kopulation. Und wieder eine Wahl. Plakate, Slogan und Parolen. Brandmauern ums Volk werden mit linken Beton gezogen. Ihr habt uns die Hoffnung auf Demokratie rechts der Mitte längst gestohlen. Was wir kriegen, sind leere Phrasen belogen und um eine echte Wende betrogen. Ihr versucht uns zu beugen, das Ziel dabei ist klar. Es sollen wir nicken, dann wollt ihr uns von hinten kicken. Hast du gerade wirklich viel King gesagt? Der Tatbestand ist ohne Diskussion eine politisch nicht vernehmliche Kopulation. Ihr wollt unsere Stimme im doppelten Sinn. Das sollen wir euch wählen und uns dann schweigen. So politisch nicht vernehmliche Kopulation. Politiker auftritt, Rede, Abgang, Andrang ist doch des Volks wird alles haben, halt diese Wahl. Deutschland endet, wo Deutschland ist und kein politisches Spiel veröhne uns diese nicht einvernehmliche.